Servus und wieder zurück im Let's Play. Und wir versuchen jetzt mal mit meiner Theorie fortzufahren, nämlich diese drei Bilder, die haben wir ja beim Therapeuten, naja, mehr oder weniger auch mit im Spiel. Und ja, wir müssen sie ja definieren. Wir nehmen sie ja nicht ernst, die ganze Therapie, laut dem Therapeuten. So, was ist, wenn wir die Bilder hier einem wirklich Kranken zeigen? Hey, Boso, da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Mann, Rufus! Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Ich will doch einfach nur... Na? Na? Das ist der Teufel! Blödsinn, das bin ich. Und ich bin dabei, ein Kind in der Not zu retten. Du hast ja echt nicht alle Tassen im Schrank. Gott. Okay, also, Teufel, was ist das? Elysium? Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Muss das wirklich sein? Oh Gott. Die roten Augen von dem. Elysium fällt auf Deponia. Wir werden alle sterben. Unsinn. Das ist Elysium. Das Sinnbild der Hoffnung. Mann, du hast sie ja wirklich nicht alle am Sträußchen. Alle am Sträußchen. Okay, und das letzte. Nein. Und das letzte, angeblich ein Schmetterling. Hey, Boso. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein wunderhübscher Schmetterling. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Okay, also haben wir von einem echten Patienten jetzt echte Antworten bekommen. Und mit diesen echten Angaben versuchen wir jetzt mal zum echten Therapeuten und machen jetzt eine echte Therapie. Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Ja, schon wieder. Na gut, bringen wir es hinter uns. So, welche Karten spielen nochmal? Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Na, das ist doch einfach. Elysium stürzt in Richtung Utopia. Elysium stürzt auf Deponia. Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walross, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Ha, ha, ha. Oh. Was erkennen Sie hierauf? Okay, aber das ist ja da. Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Ja. Der Teufel. Und er schlüpft wirklich richtig schön in die Rolle des Bosos. Das ist der Teufel. Ein gut aussehender Teufel, zugegeben, aber nichtsdestotrotz. Der Teufel. Verstehe. Tja, das klingt wirklich nach einem schweren Fall. Meiner Analyse zufolge sind Sie vollkommen zu Recht deprimiert. Sie leiden unter einer fremden Person, die Ihnen das Leben zur Hölle macht. Da helfen nur noch Psychopharmaka. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen aus meinem Schrank. Yippie! Bitte was? Ach ja. Oh weh, ich armes, rückgratloses Würstchen, ich. Das will ich aber auch meinen. Hahaha, wir können uns endlich bedienen. Ach, ist das schön, ist das schön. Sprechmittel? Antidepressiva. Adjön. Dann gehen wir wieder raus. Und dann habe ich doch direkt die richtigen Medizin für Boso. So.
Hallo. So, wie gehen wir es Ihnen jetzt am besten? Antidepressiva mit Bojo. Hey, Bozo. Diesmal habe ich genau das Richtige für dich. Lecker Psychopharmaka. Sag, Na komm schon. Ein für Mama, Bozo. Will ich. Ach, das gibt's doch nicht. Dabei war ich mir diesmal so sicher. Vielleicht sollte ich es ihm ins Essen rühren. Hunger muss er ja irgendwann mal bekommen. Ach, Essen. Okay, Essen. Ich habe die Suppe, glaube ich. Bei ihm. Ja, genau. Okay. Ding dong. Lecker schmecker Suppi. Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Bozo unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Bozo zählt aber für 2. Also 4. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Oh Gott. Was? Ach, das gibt es doch nicht. Baby Bozo hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Bozo drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser, böser, böser kleiner Windelscheißer. Man stelle sich vor, ein Baby frisst Antidepressiva. Oh Gott, was wird aus dem Baby? Okay, ja, okay, Brechmittel. Es bleibt jetzt eigentlich nur noch logisch über. Tja, ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. So, und jetzt? Nicht im Mantel, hörst du? Oh nein, ich habe eine Vermutung. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Nein, nein. Jetzt reicht's. Hör endlich auf. Niemand braucht deine Hilfe. Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten. Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst. Oh Gott. Du bist kein Held. Du bist ein Riesenarsch. Und du wirst uns alle umbringen. Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so. Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Bozo! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, ja, verdammt. Sieht so aus, was? Oh, also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Na also. Warte nur kurz, bis ich meinen Mantel angezogen habe. Oh Mann, was für ein Ausraster. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, sich von Zeit zu Zeit mal daneben zu benehmen. Ich war so sauer, so gemein und das erste Mal seit langem so richtig ehrlich. So gesehen. Bis du am Ende vielleicht doch einer von den Guten warst. Tja. Und jetzt? Jetzt haben wir Bozo da stehen. Aha. Sparschwein. Was? Und der sagt noch nichts mal, was? Oh Gott. Was, ein Schal? So, bist du dann soweit? Klar, auf geht's. Ja, wohin? Ach, natürlich. Wir kommen jetzt mit ihm ins Lager. Und du bist dir sicher, dass das Rufus ist? Ganz sicher. Oder glaubst du ernsthaft, dass mehr von der Sorte rumlaufen? Ja. Viel mehr. Na super. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ihr dürft rein. Na sehr schön. Ach, Herr. Kalef. Was lungerst du da rum?
Und wo ist der Rest? Die machen gerade eine Vollversammlung. Eine was? Was soll denn das für eine Vollversammlung sein, so ganz ohne mich? Oder Janosch? Und du und Liebold seid doch auch hier. Wir sollen die Tür bewachen. Ist denn niemand von der alten Truppe bei der Vollversammlung? Das ist ein Skandal. Ich werde mir diesen sogenannten neuen General mal vorknöpfen. Das geht jetzt nicht. Der General will nicht gestört werden. Und was passiert, wenn der Organon angreift? Wird er nicht. Der Organon hat sich zurückgezogen. Na. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Naja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Okay. Nix da, die Tür bleibt zu. Nicht stören, Vollversammlung. Voll von wegen, voll sinnlos vielleicht, so ohne mich. Voll Deppen, ey. Okay, hier können wir also nichts tun. Aber was ist denn mit dem Sparschwein? Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ja, und wie viel ist da drin? Lustige Idee. Ah. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Was ist denn, wenn wir das dem Grünen geben? Der braucht doch Geld. Was sagt er? Lustige Idee. Ein Selbstporträt. Okay, er sagt dasselbe. Das ist ja phänomenastisch. Oh, und diese Melodie, So, jetzt... Donkey Kong! Mario! Was ist denn, wenn wir dem das jetzt dahin klatschen? Ich hab die Moneten. Die 5 Slotty? Nein, nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. Ne? 6 Slotty? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Ja, na super. Das ist sie. Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Okay. Dann mal würde ich sagen, auf zu Goal. Und ich hoffe, das Monster ist immer noch so starr vor Schreck, dass es sich nicht bewegt hat. Nein, ich wusste... Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt und ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti. Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. Dingens hier. nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen Leine lassen. Das heißt A-Leine lassen. Mit A. Also wirklich. Mit dem Strohhalm. Oh nein. Nein! Goli! Kommt der denn jetzt? Mietz, put, put. Putti, putti, put. Goli. Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Fenster. Das müsste da sein, wo wir mit dem Blauen ganz zu Anfang gelandet... Ne, mit ihm ja ganz zu Anfang gelandet sind. Ja. Keiner da. Goody! Wie ist sie da noch runtergekommen? Ja, gute Frage. Harre aus, ich rette dich! Harre aus, Harras, dein Retter naht! Harre aus, Harras, dein Retter kriegt die Tür nicht auf. Ja, ja, wer kennt das? Oh nein, ich liebe ja sowas. Wir können jetzt hier wahrscheinlich in jedes Rohr gehen und keines endet bei Goal. Ach, oh, oder doch? Nee. Ach nein, hier hinten, Mann. Harre auf! Tja.
Gut, aber was ist denn, wenn wir jetzt... Weil der Rote ist ja jetzt im Rebellenlager. Was ist, wenn wir jetzt nochmal... Ich wusste es. Jawohl. Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Liebold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Okay. Ja, es läuft, Freunde. Es läuft. Ich hätte es nicht gedacht, aber es läuft. Der Weg ist frei. Ach, herrje. Hä? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Na? Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Ja dann. Das bin dann wohl ich. Nein! Dad? Ich meine Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Ich fasse es nicht. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Goal zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Boah. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer, in Gefechtsstellung! Wow, also dieses Spiel nimmt wirklich jetzt an Fahrt an. Und Freunde, die Zeit ist erreicht, leider Gottes. Aber ich glaube, wir sehen uns nochmal mit einem weiteren Teil wieder. Für heute. Also, bis gleich. NRW über 18. Adieu.